Und damit guten Abend zu Max, Ihrem Marktmagazin. Wenn Sie darüber nachdenken, das ein oder andere goldige Gerbstück zu verkaufen oder einen alten eigenen Goldzahn, dann ist die Zeit gut dafür, das zu tun. Der Goldpreis ist hoch, das kann sich lohnen. Nur wissen das natürlich auch die Händler und viele sind alles andere als seriös. Eine kleine Sensation hat sich am Montag in den Aldi-Regalen ereignet. Der Billig-Discounter hat jetzt auch Coca-Cola im Angebot. Auch wenn Sie jetzt vielleicht keine Coca-Cola-Trinker sind, das ist höchst spannend, was sich da tut. Im Discounter-Bereich werden ja die härtesten Preiskämpfe ausgetragen und Aldi hatte bisher ja eher auf Eigenmarken gesetzt. Jetzt also gibt es dort auch die weltberühmte Brause. Und wie finden das die Hessen? Ja, und was bei Aldi Coca-Cola ist, ist bei Lidl Pepsi-Cola. Und da wurde heute, schau mal einer an, gleich prompt reagiert. 42% ist Lidl heute runtergegangen mit dem Preis für Pepsi-Cola. Die Discounter-Preisschlacht, die geht also weiter. Und die Kunden freut's und Max bleibt dran. Ein Handy zu haben ist schon lange nicht mehr nur was für junge Leute. Fast jeder über 65 Jahre hat eins. Die Silver Ager, weißhaarig und kaufkräftig, sind eine begehrte Zielgruppe. Und da könnte man doch davon ausgehen, dass diese heiß umworbenen, konsumfreudigen Senioren auch gut beraten werden. Wenn die Oma zum Beispiel jetzt endlich auch mal ein Handy haben will. Ärzte sind keine Verkäufer. So einfach ist das, steht auch so in der Berufsordnung. Und trotzdem gibt es immer mehr Ärzte, die sich offenbar ein lukratives Zusatzgeschäft ermöglichen und ihren Patienten in ihrer eigenen Praxis Pillen gegen dies und das verkaufen. Am liebsten wollen die meisten zu Hause alt werden, in den eigenen vier Wänden. Und Pflege zu Hause wird gleichzeitig auch immer notwendiger, denn immer mehr Menschen können sich die Pflegeheime einfach schlicht nicht leisten. Eine neue Studie hat ja genau das gerade beschrieben. Viele versuchen aber, den Wunsch ihrer Angehörigen zu erfüllen, sie zu Hause zu pflegen. Max wollte wissen, wie kriegen die Hessen das hin? Und es lohnt sich auf jeden Fall, wenn nicht so viel Geld vorhanden ist, beim Sozialamt in Ihrer Stadt nachzufragen, ob es nicht einen Zuschuss gibt. Das war's von Max, Ihrem Marktmagazin. Jetzt alles Wissen mit Thomas Rampf. Thomas, ihr habt eine Methode gefunden, wie man ganz ohne Medikamente Schmerzen reduzieren kann.